meine Damen und Herren, wir wollen uns heute mit einem Alltagsgerät beschäftigen, und zwar mit einem Gasfeuerzeug. Ich habe hier einige mögliche Feuerzeugtypen aufgestellt. Also haben wir hier ein ganz einfaches Feuerzeug, das kann ein befüllbares, aber auch ein nicht befüllbares sein. Das schmeißt man dann einfach nach Gebrauch weg. Das sind schon bessere Feuerzeuge, und hier haben wir sogar ein Flambiergerät, das eine Art großes Gasfeuerzeug darstellt. Wenn man sich so ein Gasfeuerzeug anschaut, sieht man hier mal Flüssigphase und Dampfphase. Diese beiden Phasen sind hier ganz wichtig. Das Flüssiggas ist hier in verflüssigter Form drinnen, verdampft hier, und aus dieser Dampfphase wird dann letztlich wird diese Flamme gezündet. Wenn man sich das hier anschaut, an diesem Gerät, dann haben wir hier eine schöne Flamme, die eben aufgrund dieses Gasdrucks dann zustande kommt. Nun, solche Feuerzeuge sind nicht ungefährlich. Wenn ein Feuerzeug in Flammen gerät oder wenn es auf eine heiße Oberfläche gelegt wird, kann es natürlich sich entzünden und kann Stichflammen bis zu einem Meter bilden. Das haben wir in Versuchen festgestellt, und das werden wir Ihnen auch zeigen. Wir wollen uns jetzt hier mal anschauen, ein bisschen Physik der Flüssiggase. Wenn man die Temperatur betrachtet, hier haben wir nun 20 Grad etwa in diesem Raum, und wenn bei 20 Grad dieses Flüssiggas jetzt hier erwärmt wird, dann verdampft es, und jetzt müssen wir unterscheiden, was ist das für ein Gas. In der Regel verwenden wir Propan bzw. Butan. Also Butanfeuerzeuge sind die am häufigsten. Das sind hier Butangasfeuerzeuge. Butangas ist ein Kohlenwasserstoff und hat bei 20 Grad ungefähr einen Innendruck von 1,5 bar. Also hier sind 1,5 bar vorhanden. Nun, wenn Sie dieses Feuerzeug mitnehmen im Winter, Sie sind lange Zeit im Freien, da hat es, sagen wir jetzt einmal, minus 3 Grad, und dann wollen Sie sich da eine Zigarette anzünden oder wollen irgendwas anzünden, damit geht es auf einmal nicht. Warum? Weil der Dampfdruck natürlich mit niedriger Temperatur sinkt, und bei minus 1 Grad wird dieses Gas, wird diese Flüssigkeit nicht mehr verdampfen. Das heißt, Sie können das normalerweise bei Minustemperatur in einem Becher, können Sie das Flüssiggas transportieren, und das verdampft nicht. Das ist das Problem, dass bei tiefen Temperaturen also diese Feuerzeuge eben nicht funktionieren. Wenn Sie da ein Propan drinnen hätten, würde das bei 20 Grad etwa 8 bar Druck haben. Nun, wenn wir aber jetzt nicht die Temperatur vermindern, sondern wenn wir die Temperatur erhöhen, wird sich natürlich der Druck da drinnen auch entsprechend erhöhen. Wir haben bei etwa 50 Grad dann einen Druck hier von 4 bar bei Butan und bei 16 bar bei Propan. Das sind schon relativ hohe Drücke, und bei diesen Drücken kann das Feuerzeug dann auch zerreißen. Ich habe selbst einmal im Sommer ein Gasfeuerzeug in meinem Auto gehabt und bin dann zurückgekommen und denke mir, was ist da passiert, hat da wer eingebrochen, alles liegt herum. Das Gasfeuerzeug ist zerrissen, es hat sich nicht gezündet, weil keine Zündquelle da war, aber hat also durch die Druckwelle alles herumgewirbelt. Wenn Sie natürlich jetzt eine Zündquelle haben, dann kommt es zu einem kleinen Feuerball oder zu einer Stichflamme. Man darf also Feuerzeuge nicht auf heiße Oberflächen legen. Ist passiert schon, wir haben einen Fall gehabt in Graz, wo eine Dame dann mit schweren Verbrennungen im Gesicht, weil sie gerade hingesehen hat, ins Spital eingeliefert wurde. Wir können auch natürlich Feuerzeuge, wenn sie in Flammen sind, zur Explosion bringen. Und das haben wir in Versuchen gemacht. Und Sie sehen hier jetzt Versuche, Experimente mit ca. 150 Gasfeuerzeugen.
und Sie können sich hier ausmalen, was da in einem Raum auch passieren kann. Grunderkenntnis ist ganz einfach, wir sollen Feuerzeuge so behandeln, dass wir sie nicht auf hohe Temperaturen bringen, nie auf heiße Oberflächen stellen, auch nicht in Fahrzeugen im Sommer lassen. Diese Feuerzeuge sind sehr dienlich für viele Zwecke, aber können auch eine ernsthafte Gefahr darstellen. Danke.